dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Schwert? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an, schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Still dich, Eindringling! Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht, meidet die Straßen und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Gehen wir zu den Pferden. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Kage, geboren aus der Dunkelheit. Dein Onkel ist da drin gefangen. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Khotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal... schlage ich zuerst zu.
Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Ich komme wegen Fürst Shimura. Alif! Hurtgil! Bossad Samri Shige, Tom Ro, Tonil! Zul Pesach! Gut gemacht! Sag das nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Wir können nicht weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin! Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai.
her, Vögelchen. Dein Onkel sieht dir zu. Ich schmetz auf die Kehle auf. Genug. Ergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen. Bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yoriko. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Kommt ihr zu meiner Festung, als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater.
Vater. Wie rette ich ihn? Los! Yoda? Na los! Yoda! Jin! Was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele. Deckung, ins Gras. Die suchen sich ja nach dir. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Thank you.
hören.